Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015 weiterhin hier mit Jan. Hi. So. Oh, mir juckt die Nase. Oh. Jetzt hau ich hier gerade noch die letzten Kartoffeln durch. Ich glaube, ich mach das Ding nur noch voll und dann ist Schluss. Das ist gleich hier wieder diese Pimmelarbeit, weißt du, Jan? Hier eine Reihe, ja. Da eine Reihe. Ne, da habe ich keinen Bock drauf. Außerdem haben wir genug. Ich habe jetzt schon wieder 7000 drinne. Dann kann ich nämlich schon anfangen, mir den Grubber zu nehmen. Und das Feld hier nachgrubbern alles. Ja. Weil du, ich brauche ja nur da grubbern, wo du gesät hast. Okay. Wo du hier Kartoffeln reingeklatscht hast. Und dann wäre das nämlich durch. Und dann könnten wir nämlich gerade die Sämaschine nehmen, einen dran lang ziehen und dann könnten wir mit den anderen Feldern dann am Ernten und dann ist das hier ja auch schon wieder gewachsen. Ja. Dann wieder so ein Flow drin. Genau. Ah, es klappt schon, wir kriegen das schon hin. Aber ich finde diesen Trecker auf jeden Fall eine ganze Ecke besser. Nur mit dem Licht ist ein bisschen... Ja. Gut. Ja, gut. Wenn du drinnen sitzt, siehst du es nicht. Fertig. Ja. Jetzt zwar eine scheiß Ausrede, wenn man es jetzt so nimmt. Ich gebe ab. Weg. Juhu. Jetzt den Rest. Oh, Telefon. Ich bin sofort wieder da. Ey, yo. So, fertig. Wo kann man hier raus? Hier lang. Ab wieder nach Hause. So, wieder da, sorry. Ich hoffe, Jan hat euch unterhalten. Nein, hat er wahrscheinlich nicht. Nein, hat er nicht. So. Die Kartoffeln hier noch abkippen. Hast du alles abgekippt? Ja. 54.000 haben wir jetzt. Mein Gott, was ist denn das jetzt hier? Jetzt kipp doch einfach die Kartoffeln ab. Ja, geht doch. Mein Gott. Der Trecker wuppt, Alter. Wupp, 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 wupp. Jawohl, ich bin leer. Erntemaschine zu klappen. Ja, voila. Erzähl noch mehr von zu Hause. Also dein Sexverhältnis wollen wir gar nicht wissen. So. Alter, wie du driftest. Alter, wie das aussieht. Hast du nicht alles mitgekriegt, oder? Oh. Nein. Oh. Oh. Ja. Zack. Ich hoffe, dass der Rest in Eidinger reingeht. Komm schon, bitte. Ja, komm.
Ja? Nein, ist klar. Gönn ich dir auch nicht. Klar. Das war klar, ne? Ja, ich weiß. Gehen wir nochmal zurück. So, jetzt machen wir mal eine Runde grubbern hier. Das geht aber gut mit dem Ding. Geht. Super. Hab ich gerade Bodenwelle gehabt, Alter. Da gemacht. Wenn ich das mal hinkriegen würde, bei Formel 1 mit Lenkrad zu spielen, ohne dass man dieses scheiß Lenkrad hört, Alter. Das geht mir mega auf den Piss. Ich habe das extra ausprobiert, ne? Aber das kannst du vergessen. Das Mikrofon ist halt so doof, wenn du halt da alles hörst, wenn man da lenkt. Ja, du hörst halt die ganze Zeit, weil ja. Da halt dieses Lenk, weil da ja dieser Motor drinne ist, ne? Ja. War ich lang? Ach du Scheiße. Ups. Boah, ich freue mich so richtig auf Forza irgendwie. Ich hoffe, das wird nicht verschoben. Wenn das verschoben wird, dann bin ich traurig. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich, irgendwie freue ich mich mega auf LS, wenn wir jetzt hier mal auch bei LS in dem Sinne sind, bei diesem Thema. Weil es sieht wirklich gut aus. Ja, bis jetzt, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Dann freue ich mich jetzt doch schon so langsam auf Battlefield. Weil alles, was bis jetzt mehr kommt, sieht auch vielversprechend aus, Jan. Das muss man jetzt wirklich mal sagen, ne? Und ich freue mich auch mega auf Forza, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann haben wir herausgefunden, es gibt ein DLC für The Crew. The Crew Calling All Units heißt das. Ja, was ist da drin zu tun? Ich habe mich da ja überhaupt noch gar nicht schon. Also, erstmal hier wollen wir eine Siegaufpause machen. Ja, zack. Also, in den Add-on geht es normalerweise darum. Ich weiß ja nicht, ob du mal die älteren Need for Speed-Teile gespielt hast mit Bullen und ja, alles ja, so, Verfolgung. Und ja, ja. Es ist sozusagen. So eine, ja, kommt das, also Polizeiverfolgungsjagden jetzt auch in die Crew rein. Gibt es halt verschiedene Missionen. Du kannst zum Beispiel als Racer spielen, also normales Auto, Serienfahrzeug oder halt auch getuned und so. Okay. Du musst dann irgend so eine Kiste zum bestimmten Ort hinbringen. Und dann gibt es noch andere Polizisten, die dich halt jagen können und dich daran hindern müssen. Okay. Für neue Autos und so. Hört sich bis jetzt eigentlich gar nicht so schlecht an. Beispiel den Ferrari F12 gibt es. Nicht schlecht. Das ganze Problem ist, wie setzen sie es um? Ändern sie noch irgendwas am Spiel? Würde mich dann schon ziemlich interessieren. Weil. Also von der Grafik haben sie jetzt nichts geändert. Ja, die Grafik müssen sie nicht ändern. Aber zum Beispiel diese unsichtbaren Wände müssten endlich mal weg. Und dies und jenes. Aber wird sich das dies Jahr durchsetzen? Glaube nicht. War das schlau von The Crew jetzt ein DLC? Glaube nicht. Ich glaube, falsche Zeit. Ja, wenn sie vielleicht nächstes Jahr bringen sollen. Genau, im Januar oder so. Oder im Februar, ja. Wenn so der erste Hype von Forza wirklich vorbei ist. Weil, haben die das vergessen, dass Forza jetzt auf dem PC ist? Es gab ja jahrelang nichts für den PC, Jan. Das müssen wir ja, jetzt klar, ja auch mal wirklich so. Genau, das müssen wir jetzt auch mal so formulieren. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Tausende von Leuten, die am PC sitzen, sich das wirklich kaufen. Forza. Ja. Also. Darf man wirklich nicht unterschätzen, ne? Ja. Auch was ich dann von der Gamescom gesehen habe, da hat die Xbox so ein, sag ich mal. Also hat so eine Pressekonferenz da gehalten. Hatten sie auch ein 30-minütiges Video und Alter, das ist. Ja, geil. Ja, das wird auch geil, Jan, aber wie ich halt gesagt habe, es gab bis jetzt keinen großen Titel, der nicht verschoben worden ist. Also, ich denke so bei Battlefield ist das so standardmäßig.
Ich glaube, Battlefield wird nicht verschoben. Dafür sieht es für mich, also wenn du, egal was du auf der Gamescom dir angeguckt hast oder auch die Leute gezeigt haben, es sieht einfach schon perfekt aus, ne? Das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, Jan. Es sieht wirklich ziemlich perfekt aus. Klar, das Balancen. Brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Das ist jetzt genau, wie sich die Leute über Titanfall 2 aufgeregt haben, dass die Sniper alles one-hittet. Wofür gibt es eine Open Beta, Leute? Um die Waffen zu balancen. Vergisst es mal nicht. Schreibt es in die Kommentare, schreibt es ins Forum von diesen Spieleentwicklern. Helft den Spieleentwicklern. Wenn ihr nur mault in Forums oder was weiß ich, kann dieses Problem nicht beseitigt werden. Ihr seid damit dran, ihr müsst euch daran beteiligen, um dieses Spiel besser zu machen. Sozusagen so Tester halt. Genau. Nicht normale Spieler, sondern ihr seid Tester. Ja, und die wollen ja auch die Meinung von uns hören. Sonst würden sie ja keine Open Beta anbieten, dann würden sie es einfach raushauen, das Spiel. So, und das ist das, was die Leute endlich mal wieder verstehen müssen, dass dafür die Open Beta gedacht ist, um Waffen zu balancen und dies und jenes. Und das wird wahrscheinlich in Battlefield 1 genauso sein. Da werden erstmal wieder Waffen nicht gebalanced sein und dies und jenes. Das ist halt normal. Ja, da gibt es irgendwie immer OP-Waffen am Anfang. Genau. Weil sich das dann halt erst rauskalkuliert, wenn Millionen von Leute spielen. Ganz einfach. Aber das finde ich auch alles gar nicht so schlimm. Für mich ist es wichtig, dass Battlefield 1 nicht durch Bugs wieder lebt nur. Ne? Das ist halt das, was wichtig ist. Also dieses Jahr kommen eigentlich schon geile Spiele raus. Mafia 3, Alter. Aber ich habe schon ein paar Mal gesagt, für mich ist Mafia 3 das Open-World-Spiel, nicht GTA. Ich komme halt aus dieser Generation und für mich ist GTA nicht dieses Open-World-Spiel, so wie Mafia. Ich mag Mafia einfach mehr, auch die Geschichte hinter Mafia mag ich einfach viel, viel lieber. Aber das wird schon mega geil. Mafia 3 wird mega geil. Civilization finde ich auch ziemlich geil, diese neue Grafik, die sie da reingemacht haben. Boom! Schon ziemlich cool. Ja, 82.000 haben wir jetzt. Sehr schön. Was machen wir jetzt mit unserem Geld? Ja, behalten oder ja, an eine Bank zurückgeben oder sagen, okay, wir kaufen noch mehr Kühe, um dass wir mehr Geld verdienen. Das können wir auch machen. Also das Geld in Kühe investieren. Ja. Weil wir brauchen ja kein Geld sonst. Entweder wir zahlen uns einen Kredit oder wir holen uns halt Kühe, ne? Nö, Kühe. Und wir haben ja gesagt, wir wollen mal richtig Massen an Kühe hier haben, ne? Ach, Kevin, du kannst auch Enter drücken. Ich hoffe einfach, dass es dieses Jahr nicht so schlimm wird, mit dem wir hier Spiele verschieben. Mal abwarten. So, wir haben jetzt noch 7.000 und sind jetzt bei 90 Kühe. Also jetzt könnte es ein bisschen anstrengender werden bei den Kühen, ne? Also mal tanken fahren. Ja, und wenn du willst, Jan, kannst du dir den Düngerstreuer schon holen. Ja. Und dann hier über das Feld knallen, wo noch nicht gedüngt ist. Das siehst du ja, ist ja ein bisschen heller. Ja. Weil ich fahre jetzt noch eine Reihe und dann ist gegrubbert. Und dann können wir nämlich gleich, wenn du nämlich gedüngt hast, können wir nämlich dann sehen, wie die, ja, wie das mit dem Dingens ist hier. Mit der Sämaschine, mit den neuen. Ja. Komm den Berg hoch, los. Ein bisschen schwach auf der Brust ist er, wenn er Berg hoch soll. Aber gut, der Berg hier ist ja auch nicht ohne. 8 bis 9 km/h ist eigentlich noch okay. Ja, wir sagen damit auch schon wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüssi.